Als wir ankamen, war eine starke Rauchentwicklung hier direkt aus dem Fenster im Hintergrund, was da zu sehen ist, was gleichzeitig mit Flammen auch gleichzeitig aus dem Gebäude auch schon ausschlugen, im vorderen Bereich. Gleichzeitig wurden wir hinten nach Erkundung, auch im hinteren Bereich, wo dann schon Flammen rausschlugen aus dem Terrassenbereich, aus dem Wohnung direkt. Was war dann das Erste, was Sie veranlasst haben? Ja, erstmal abklären, ob noch Menschen im Gebäude waren. Waren Gott sei Dank nicht. Die waren hier vorne schon, hatten sich schon in Sicherheit gebracht. Es war auch klar, dass keine Menschenrettung mehr erforderlich war im Gebäude. Deswegen konnten wir jetzt direkt mit der Brandbekämpfung beginnen. Haben im vorderen Bereich mit zwei Seiten, Rückseite und Vorderseite, mit einer Brandbekämpfung begonnen. Also beide Personen sind ins Krankenhaus gebracht worden. Einmal die Mieterin aus dem oberen Bereich mit einer Rauchgasvergiftung. Und die Person im unteren Erdgeschoss, wo das Brand auch stattgefunden hat, die Person war auch mit leichten Brandverletzungen und auch mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus zu Nieren nach Münster gebracht worden.